Arbeiten macht in Deutschland jedes Jahr Zehntausende Menschen krank. Die Knie haben wehgetan. Man geht trotzdem arbeiten, weil man ja Familie hat, die man ernähren muss. Das ist jetzt das Ergebnis davon. Erst opfern Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Gesundheit. Dann müssen sie um ihr Recht kämpfen. Bei den Berufsgenossenschaften. Also es ist sehr schwer. Man hört teilweise von denen gar nichts. Man fragt nach, was passiert denn jetzt? Dann muss man da 100.000 Formulare ausfüllen. Dabei sollen die Berufsgenossenschaften eigentlich kranken Arbeitern helfen. Von tausenden Anzeigen jedes Jahr wird nur jede vierte genehmigt. Da wird schon sehr darauf geguckt, dass nicht zu viele Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle anerkannt werden. Diese mehrjährige Recherche von BuzzFeed News Deutschland und ZDF Zoom zeigt die Schwächen im System der Berufsgenossenschaften. Die Probleme sind seit Jahren bekannt. Trotzdem hat das Arbeitsministerium bisher nichts geändert. Wir hatten gesagt, dass der Minister heute nicht für Töne zu Berufskrankheiten zur Verfügung steht. Warum werden viele kranke Arbeiter nicht entschädigt? Munster in Niedersachsen. Hier bin ich mit Jürgen Pretzler verabredet. Er kann sich seit Jahren nicht mehr hinknien. Sogar einfaches Gehen fällt ihm schwer. Sein ganzes Berufsleben hat er als Dachdecker auf solchen Baustellen gearbeitet. Hallo, Herr Pretzler. Na, schönen guten Morgen. Hallo. Frau Brini. Ja, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Ja. Genau, also und das ist hier die Baustelle Ihres Bruders, ne? Ja. Pretzler hat Gonarthrose. Arthrose in beiden Knien. Die Krankheit ist nicht heilbar. Er hat sich kaputt gearbeitet. Na, da ich ja Dachdeckermeister bin, habe ich hier oben Dächer verlegt, die Dachpfannen oder Ziegel und dann immer auf dem Bau. Die ganzen 37 Jahre lang. Und dann immer viel kniend gearbeitet. Oder hauptsächlich. Ja, und abends war man dann eben kaputt. Und die Knie haben wehgetan. Und wenn es gar nicht ging, hat man eben Schmerztabletten genommen. Ging das gut, dass Sie regelmäßig so viele Schmerztabletten genommen haben? Nein, da habe ich einmal Magenbluten gekriegt, muss ich auch ins Krankenhaus. Und dann wurde der Magen wieder zusammengetackert. Und Pretzler arbeitete weiter, bis es eines Tages nicht mehr geht. 2009 wird die Arthrose festgestellt. Heute wollen wir uns auf dem Dach ansehen, warum er so krank geworden ist. Ich bleibe unten, da komme ich nicht hoch mehr. Es geht mit meinen Knien nicht. Ja. Ich kann ja auch kaum noch Treppen steigen. Die Arbeitsbedingungen auf dem Dach haben sich mittlerweile gebessert. Doch Jürgen Pretzler hat jahrzehntelang unter Bedingungen gearbeitet, die die Knie stark belasten. Das lassen wir uns noch einmal von seinem Bruder zeigen. Können Sie mir den Unterschied mal zeigen, wie Sie das früher gemacht haben? Ja, dazu gab es dann Pappsocken und die Pfannen wurden damit dann eingedeckt. Dann wurde die nächste Pfanne eingedeckt, dann wurde diese rumgeschlagen. Und jetzt kommt das Knie. Und dann musste man immer drauf knien, damit die nicht wegrutscht. Und üben Sie da jetzt richtig Druck aus mit Ihrem Knie? Ja, wenn ich dann auf dem Dach bin, habe ich ja mein ganzes Gewicht auf dem Knie. Heute wird ohne Pappdocken eingedeckt. Jürgen Pretzler hat damals mehrere Stunden pro Tag kniend gearbeitet. Wie war das für Sie körperlich? Ja, anstrengend. Bis so 30 ging das eigentlich. Da hat man das noch nicht so gemerkt, aber danach fing das so langsam an. Dass man dann immer abends mehr Schmerzen hatte. Und ne, man hat ja Familien, man muss ja auch von irgendwas leben. Da kann man ja nicht einfach so zu Hause bleiben. Ne? Das ist jetzt das Ergebnis davon. Seit fast 10 Jahren kann er nicht mehr als Dachdecker arbeiten. Heute ist der 61-Jährige so schwer krank, dass auch andere Jobs nicht mehr möglich sind. Erst Jahre später meldet er eine Berufskrankheit an. Experten zufolge werden viele Berufskrankheiten gar nicht erst angezeigt. Pretzler schickt seinen Antrag an die zuständige Berufsgenossenschaft Bau. In Deutschland gibt es 9 Berufsgenossenschaften und die sind für weit mehr als 50 Millionen Menschen zuständig. Das heißt für alle diejenigen, die bei der Arbeit entweder einen Unfall haben oder krank werden. In die Berufsgenossenschaften zahlen ausschließlich Unternehmen ein, über eine Umlage. Arbeiter müssen nichts beisteuern. Für kranke Arbeiter ist das der einzige Weg, entschädigt zu werden. Sie haben keine Möglichkeit, gegen ihren Arbeitgeber direkt vorzugehen. Von 75.000 Anträgen jährlich wird nur jeder vierte Antrag anerkannt.
Das weckt Zweifel am System. Auch der Fall von Jürgen Pretzlaff ist kompliziert. Wir treffen ihn nochmal zu Hause. Hier hat er sich auf sein Leben mit kranken Knien eingestellt. Er muss regelmäßig zur Schmerztherapie und kann sich kaum noch bewegen. Pretzlaff hat ausgerechnet, dass er mehrere tausend Stunden in der schädigenden Arbeitshaltung gekniet hat. Genug, sagt Pretzlaff, um eine Berufskrankheit anerkannt zu bekommen. Die Berufsgenossenschaft Bau rechnet anders. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen, wo ich nur noch 3600 Stunden angeblich kniend gearbeitet habe. In 37 Jahren. Da habe ich schon gedacht, das soll ein Witz sein. Ja, dann noch wieder reklamiert. Dann haben die das nochmal ausgerechnet. Da kamen sie auf 6000 Stunden so ungefähr. Dann habe ich das nochmal ausgerechnet und ich bin jetzt bei 15.100 oder sowas Stunden. 3 Jahre nach seinem ersten Antrag zieht Pretzlaff vor das Sozialgericht Lüneburg. Die zuständige Berufsgenossenschaft Bau will uns wegen dieses Gerichtsverfahrens keine Fragen zu Jürgen Pretzlaffs Fall beantworten. Ende 2018 stirbt Pretzlaff überraschend an einer Blutvergiftung, die nichts mit der Arthrose zu tun hat. Pretzlaffs Familie gibt nun auf, weil die Rechtsschutzversicherung nicht mehr greift. Das Risiko, gegen die Berufsgenossenschaft zu verlieren, ist der Familie zu groß. Pretzlaff konnte den Kampf nicht zu Ende führen, wird in keiner Statistik der Berufsgenossenschaften mehr auftauchen. In Deutschland sterben jedes Jahr mindestens 2500 Menschen an einer Berufskrankheit. Das sind fast so viele Tote wie im Straßenverkehr. Für BuzzFeed News Deutschland und ZDF Zoom haben wir über Jahre mit Dutzenden Menschen wie Jürgen Pretzlaff gesprochen. Mit Betroffenen, Anwälten, Ärzten, Arbeitsmedizinern, Gutachtern, Behörden und ehemaligen Mitarbeitern von Berufsgenossenschaften. Es zeigt sich, in Deutschland ist die Anerkennungsquote niedriger als in anderen Ländern. In Schweden, Spanien oder Frankreich werden deutlich mehr Berufskrankheiten anerkannt. Daraus konkrete Schlüsse für Deutschland zu ziehen, ist nicht einfach. Aber wer sich wie wir über Jahre mit dem System beschäftigt, sieht immer wieder, dass es viele Menschen gibt, die an Hürden scheitern, an denen sie nicht scheitern sollten. Und dass Fälle wie Jürgen Pretzlaff kein Einzelfall sind. Wer von der Berufsgenossenschaft entschädigt werden möchte, muss 2 Bedingungen erfüllen. Im ersten Schritt untersucht die Berufsgenossenschaft die Arbeitsbedingungen, also die Exposition. Hat der Lackierer wirklich mit giftigen Stoffen gearbeitet? Bei einer Pflegerin hat sie dann lang genug Patienten ins Bett gehievt oder ähnliche Sachen getragen. Genau. Also und bei Jürgen Pretzlaff wäre das ja, hat er lang genug gekniet. Genau, hat er genug Stunden. Im zweiten Schritt wird medizinisch bewertet, ob die schädigende Arbeitsbelastung ausreicht, damit eine Berufskrankheit anerkannt wird. Wenn das hier positiv ist und das hier positiv ist, dann habe ich eine Chance auf Entschädigung. Das Arbeitsministerium hat nur ganz bestimmte Krankheiten als offizielle Berufskrankheit anerkannt. Alles andere hat quasi keine Chance auf Entschädigung. Doch selbst wenn die Krankheit auf der Liste steht, häufig gibt es Probleme mit den beiden Gutachten. Das erzählen uns Menschen, die jahrzehntelang an solchen Gutachten beteiligt waren. Wir treffen einen der renommiertesten Arbeitsmediziner Europas. In einer alten Chemiefabrik in Berlin sind wir verabredet mit Xaver Bauer. Er hat früher selbst für die Berufsgenossenschaft Bau gearbeitet, hat zahlreiche Gutachten geschrieben und ist Professor für Arbeitsmedizin. Bauer fordert, dass es leichter sein muss, eine Krankheit anzuerkennen. Große Probleme gibt es, wenn die Belastungen lange zurückliegen oder wenn Akten nicht mehr auffindbar sind. Dann bleibt es den Erkrankten überlassen, die Beweise zu liefern. Der Erkrankte ist in der Beweispflicht. Er muss letztendlich belegen, dass auf ihn schädigende Einwirkungen stattgefunden haben. Und wenn das nicht gelingt, dann geht er letztendlich leer aus und bekommt weder eine Anerkennung einer Berufskrankheit noch eine Entschädigung. Hier bedarf es einer Änderung auch der gesetzlichen Rahmenbedingungen, mindestens eine Beweislasterleichterung in solchen Fällen. Ein zweites Problem. Ob jemand lange genug bei der Arbeit belastet wurde, ermitteln die Berufsgenossenschaften selbst. Die Berufsgenossenschaft wird ja quasi verklagt, zu bezahlen.
eine Berufskrankheit anzuerkennen. Aber sie, das ist das Paradoxon dabei, hat gleichzeitig die Aufgabe, nun die ursächliche Belastung festzustellen, was gleichzeitig ja auch ein Eingeständnis ist, dass sie den Betrieb nicht richtig überwacht hat. Hier hat eine Schadstoffeinwirkung stattgefunden, die den Betreffenden krank gemacht hat. Ich habe als Berufsgenossenschaft nicht für Abhilfe gesorgt. Ich habe letztendlich selber die Erkrankung mit verursacht. Die Ermittlung der Arbeitsbelastung ist aber nur Hürde 1. Hürde 2 ist das medizinische Gutachten. Denn wenn belegt ist, dass ein Arbeiter über lange Zeit schädlichen Arbeitsbedingungen ausgesetzt war, muss ein medizinisches Gutachten bestätigen, dass es sich wirklich um eine Berufskrankheit handelt. In Frankfurt sind wir mit Heinz Fritsche von der IG Metall verabredet. Vor 5 Jahren hat er das Schwarzbuch Berufskrankheiten geschrieben. Er schildert uns, welche großen Probleme er bei den medizinischen Gutachten sieht. Also mein Eindruck ist schon, dass wir ein so begrenztes Spektrum von Gutachtern haben, dass es zu einer wirtschaftlichen Abhängigkeit kommt. Weil außerhalb der Berufsgenossenschaft gibt es keinen, der ein Interesse daran hat, eine Berufskrankheit zu begutachten. Die Vermutung liegt natürlich nahe, wenn ich wirtschaftlich stark abhängig bin von den Berufsgenossenschaften, dann werde ich eine Neigung dazu haben, denen eher gefällige Gutachten zu liefern, also eher ungünstige Gutachten für den Versicherten. Mittlerweile gibt es zahlreiche Gutachteninstitute, die fast ausschließlich für Berufsgenossenschaften arbeiten. Für Versicherte ist das oft nicht zu erkennen. Gutachter müssen das nicht offenlegen. Unsere weiteren Recherchen zeigen, wenn eines der Gutachten negativ ausfällt, haben die Betroffenen große Probleme. Dann ist die nächste Hürde im System sehr schwer zu überwinden. Die Berufsgenossenschaften können für Reha-Maßnahmen oder eine Umschulung zahlen. Wer besonders eingeschränkt ist, bekommt eine Rente. Diese sind teuer. Kritiker werfen den Berufsgenossenschaften vor, nur selten Renten anzuerkennen. Zuständig für die Anerkennung sind die Rentenausschüsse in den Berufsgenossenschaften. Dort fasst ein Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft zusammen, was in der Akte des Betroffenen steht. Bei ihm sitzen jeweils ein Vertreter eines Unternehmens und ein Vertreter der Arbeiter. Die beiden sollen gemeinsam entscheiden. Das klingt gut, hat aber ein gravierendes Problem. Der Vertreter der Unternehmen kann, wenn es zum Konflikt kommt, den Arbeiter überstimmen. Zum Beispiel die Unternehmen ja auch die sind, die am Ende bezahlen müssen. Je mehr anerkannt werden, desto höher steigen die Beiträge für die Unternehmen. Also haben die theoretisch eigentlich kein Interesse daran, so viele Leute zu entschädigen. Die Mitglieder der Rentenausschüsse machen den Job ehrenamtlich. Und sie sind weder medizinisch noch rechtlich ausgebildet. Die IG Metall hat dieses Defizit erkannt. Heinz Fritsche hat die Mitglieder zu einer gewerkschaftlichen Fortbildung eingeladen. Er erklärt uns, warum die Situation in den Ausschüssen schwierig ist. Die zentralen Probleme sind, dass dort Laien auf hochspezialisiertes Fachwissen treffen. Das sind Sozialversicherungsfachangestellte, manchmal auch Volljuristen. Die begründen ihren Entscheidungsvorschlag auf medizinische Gutachten, die eben von Ärzten mit vielen lateinischen Fachbegriffen ausformuliert werden, auf technische Gutachten, die doch auch zum Teil sehr komplex sein können. Das heißt, da kommt das geballte Fachwissen auf Laien zu. Und da lässt sich nicht so ohne weiteres Waffengleichheit herstellen. Auch deshalb ermöglicht Fritsche Fortbildungen wie heute für die Mitglieder der Rentenausschüsse. Es gibt Vorträge von einem Unfallchirurgen und einem Richter. Die Mitglieder sollen sicherer werden in der Bewertung der Akten, die ihnen die Berufsgenossenschaft vorlegt. In der Pause erzählen mir die Ausschussmitglieder, warum es so schwierig ist, die Berufsgenossenschaften zu überwachen. Dort liegen ungefähr dann 50, 60 Ordner und über diese Fälle entscheiden wir dann in so 2, 2,5 Stunden, 3 Stunden. Das ist oberflächlich. Wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, vorher Akteneinsicht, aber das ist nicht machbar. Die Mitglieder der Rentenausschüsse entscheiden also in kürzester Zeit über oft komplexe Fälle, in die sie sich nur schwer einlesen können. Ein Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft trägt die Fälle vor.
An diesem müssen sie sich orientieren. Der erklärt uns die ganze Fälle in der Schnellform durch. Und dann sagt man, ja, ist in Ordnung, nein, ist nicht in Ordnung. Und inwiefern vertraut man dem Sachverständigen dann in der Situation? Ich sage immer, es ist besser, dann auf den Mann zu vertrauen. Und er sagt es uns in wenigen Stichworten, als man selber das dann durchkämmt. Das heißt, Sie legen Ihr Urteil dann schon so in die Richtung fest, die er vorgibt? Ich hinterfrage dann ein paar Sachen, aber mit einem gesunden Menschenverstand urteile ich, ja, das passt oder passt nicht. Was er bei einer Ausschusssitzung oft nur schlecht beurteilen kann, wurde schlampig recherchiert? Wurde der Fall einseitig zugunsten der Berufsgenossenschaft interpretiert? Um solche Fehler zu entdecken, gibt es eigentlich eine staatliche Instanz, die Landesgewerbeärzte. Sie sind bei den Bundesländern angestellt und können theoretisch jedes Verfahren überprüfen. Am liebsten wäre uns, der IG Metall, wäre mir, wenn jede Berufskrankheit durch den Landesgewerbearzt begutachtet würde, weil der am unabhängigsten ist und eigentlich auch über die meisten Fachkenntnisse verfügt. Dann wären wir aus ganz vielen streitigen Fällen einfach raus. Aber ist das realistisch? In Wiesbaden sind wir im Landesgewerbeamt mit dem Chef verabredet. Seine Abteilung ist dafür zuständig, dass Betriebe auf den Arbeitsschutz achten. Und sie kontrolliert die Arbeit der Berufsgenossenschaften. Ulrich Bolm-Audorf und seine Kollegen dürfen sich laut Gesetz jede Akte ansehen, von jeder Berufsgenossenschaft, von jedem Fall in Hessen. Aber im Bundesland Hessen beurteilen wir aufgrund unserer gesunkenen Personalstärke nur noch etwa ein Fünftel aller Berufskrankheiten, die in diesem Bundesland auftreten. Also sind etwa 5.000 pro Jahr und 1.000 haben wir noch Zeit, sie selbst zu beurteilen. Das heißt, die Zeit ist knapp. Und daraus ersieht man ja schon, dass die Landesregierung diesen Teil der Tätigkeit ihrer Mitarbeiter nicht mehr für so wichtig hält. Dabei ist der Landesgewerbearzt der Einzige, der mit der Berufsgenossenschaft auf Augenhöhe steht, der den Betroffenen helfen kann. Er kann die Berufsgenossenschaft dazu zwingen, neu zu ermitteln. Bei mir ist das so etwa bei, schätze, 20-30% der Verfahren, die ich selbst beurteile, komme ich zum Ergebnis, die Ermittlungen der Berufsgenossenschaft sind aus meiner Sicht unzureichend und schicke das zurück und die Berufsgenossenschaft führt diese Ermittlungen dann durch. Das heißt konkret, wenn die Gewerbeärzte immer weniger Verfahren untersuchen, werden jedes Jahr tausende Ermittlungen nicht geprüft, höchstwahrscheinlich auch falsche. Dabei hätten in Deutschland kranke Arbeiter eine starke Lobby bitter nötig. Ja, aus unserer Sicht sind wir Ombudsleute der Versicherten. Also wir stehen auf Seiten der Versicherten. Wir nehmen für sie eine Kontrollfunktion als unabhängiger staatlicher Beamter wahr und gucken, ob alles richtig ist. Die gesamten Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung zahlen ja zu 100% die Unternehmer und die Berufsgenossenschaft. Und da wird schon sehr darauf geguckt, dass nicht zu viele Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle anerkannt werden. Das ist meine feste Überzeugung. Denn wenn die Berufsgenossenschaften weniger an Entschädigungen auszahlen, wirkt sich das auf die Beiträge der Unternehmen an die Berufsgenossenschaften aus. Sie sinken. Wie sich die Zahl der Landesgewerbeärzte verändert hat, wollen wir uns genauer ansehen. Wir haben deshalb alle 16 Bundesländer gefragt. Das Ergebnis? Von rund 160 Ärzten Mitte der 90er Jahre ist die Zahl auf 70 gefallen. Deutlich weniger als die Hälfte. In Bremen gibt es seit 2017 keinen einzigen Gewerbearzt mehr. Die Folge? Viele Bundesländer schränken unseren Recherchen zufolge die Kontrollen ein. Mittlerweile arbeiten sie kaum noch Verfahren der Berufsgenossenschaften auf. Zum Schaden der erkrankten Arbeiter. Im Durchschnitt schauen sich die Gewerbeärzte nur noch etwa jede vierte Anzeige an. Eine interne Präsentation einer Behörde in Nordrhein-Westfalen zeigt, in einigen Bundesländern ist jeder Gewerbearzt für mehr als 1 Million Beschäftigte zuständig. Eine weitere interne Präsentation zeigt, in Bundesländern wie NRW oder Niedersachsen gehen nur noch 3-5% der Verfahren durch die Hände der Gewerbeärzte. In Hamburg treffen wir Andrea Haider. Auch sie hat sich krank gearbeitet, als Krankenpflegerin, 40 Jahre lang. Am schlimmsten ist es so gewesen, Patienten zu lagern, zu heben, zu drehen. Teilweise mussten wir sie sogar vom OP-Tisch tragen. Noch halb narkotisiert. Und so in total schiefen Positionen. Ne? Oder nach dem Kaiserschnitt, einer hat sie hochgehoben und der andere hat den Bauch gewickelt. Das sind Kräfte, die auf einen wirken, das ist irre.
Heute arbeitet Andrea Haider als Schwerbehindertenvertretung für ihre Kollegen in der Klinik. Als Krankenschwester kann die 61-Jährige nicht mehr arbeiten. Ich habe mehrere Bandscheibenvorfälle. Die Wirbelsäule ist teilweise verknöchert. Ich habe auch Zysten in der Wirbelsäule durch die hohe Beanstandung. Ich habe starke Schmerzen im Ischiasbereich, in der Hüfte, in den Knien. Ich kann nicht weit gehen, da bin ich sehr eingeschränkt. Mein Tag ist nicht so einfach. Ich nehme abends Opiate, damit ich den Tag über überstehen kann. Jetzt ist Andrea Haider mitten im Berufskrankheitenverfahren und verzweifelt an der Bürokratie der zuständigen Berufsgenossenschaft BGW. Also es ist sehr schwer. Man hört teilweise von denen gar nichts. Man fragt nach, was passiert denn jetzt? Dann muss man da 100.000 Formulare ausfüllen. Ich habe gesehen, dass mal 15 Monate überhaupt nichts von denen gekommen ist. Und erst als ich denen gedroht habe mit einer Untätigkeitsklage, da wurde endlich reagiert und es hat sich was getan. Die zuständige Berufsgenossenschaft BGW schreibt auf unsere Nachfrage, im Verfahren gab es leider unübliche Verzögerungen bei der Bearbeitung, die Frau Haider zu Recht beanstandet hat. Das Verfahren von Frau Haider sei kompliziert, weil es um einen langen Zeitraum mit mehreren beruflichen Stationen gehe. Durch Zufall erfährt Andrea Haider von einer Beratungsstelle. Die hilft ihr jetzt durch das komplizierte Verfahren. Die Stadt Hamburg finanziert diese Beratungsstelle. In Bremen gibt es auch noch mal eine. Und ansonsten finanziert kein anderes Bundesland solche Beratungsstellen. Wir begleiten Andrea Haider zu der Hamburger Beratungsstelle. Ihr Leiter, Michael Gümbel. Er berät viele Menschen, die von der Bürokratie der Berufsgenossenschaften überfordert sind. Die kriegen dann Briefe von der Berufsgenossenschaft mit umfangreichen Formularen, die sie ausfüllen müssen, die oft schwer zu verstehen sind. Und es baut sich so ein großes Ohnmachtsgefühl auf dem ganzen Gesundheitssystem gegenüber und haben das Gefühl, sie müssen dafür entschädigt werden, dass sie ihrem Arbeitgeber quasi ihre Gesundheit geopfert haben. Das beeinträchtigt die oft in ihrer psychischen Gesundheit auch noch mal sehr stark. Sie sind dann oft in so einer Abwärtsspirale drin, weil sie sich so hilflos fühlen auch. Für diese Beratung gibt es weniger als eine Stelle. Zuletzt konnten die Hamburger deshalb pro Jahr nur etwa ein Dutzend Fälle abschließen. Bei 1.000 Anträgen, allein in Hamburg, jedes Jahr. Es ist aber auch so, dass die Freie und Hansestadt Hamburg den großen Teil der Arbeit hier finanziert, weil Hamburg, glaube ich, auch erkannt hat, dass es sich letztlich auch für den Steuerzahler rechnet und die Steuerzahlerin, weil natürlich die Frage ist, wer kommt auf für die Leistungen, die die Leute brauchen. Wenn das nicht die Berufsgenossenschaften machen, weil eine Berufskrankheit anerkannt ist, dann sind es ja in der Regel die Krankenkassen, die Rentenkasse oder unter Umständen auch der Steuerzahler. Konkret? Wenn eine Berufsgenossenschaft eine Berufskrankheit nicht anerkennt und damit auch nicht für die Kosten aufkommt, müssen Krankenversicherung oder Pflegeversicherung zahlen. Wenn die Betroffenen nicht mehr arbeiten können, greift die Grundsicherung, Hartz IV. Für viele Betroffene ist es sehr schwierig, sich ohne Hilfe gegen die Berufsgenossenschaften durchzusetzen. Vor allem, wenn ihr Antrag abgelehnt wird und sie vor Gericht gehen müssen. Das Risiko, gegen die Berufsgenossenschaft vor Gericht zu verlieren, ist hoch. Anwälte und Gutachten kosten viel Geld, die Verfahren ziehen sich in die Länge. Für kranke Menschen ist das eine enorme Belastung. Das berichtet uns Sozialrichter Peter Frese. Seit Jahren verhandelt er Berufskrankheitenklagen und erklärt uns, dass die Fälle für Kläger oft schwer zu gewinnen sind. Meine persönliche Einschätzung ist die, dass ein Berufskrankheitenverfahren länger dauert als ein Verfahren zum Beispiel über Beitragsstreitigkeiten oder über Arbeitsunfälle. Es mag damit zusammenhängen, dass da auch sehr viele Expositionsfeststellungen getroffen werden müssen. Das heißt, man muss wissen, welche schädlichen Arbeitsstoffe zum Beispiel oder welche schädlichen Tätigkeiten über ein ganzes Berufsleben auf den Versicherten eingewirkt haben. Das ist tendenziell schwieriger zu eruieren als ein Unfall, der kurz und plötzlich auftritt. Für Betroffene, Anwälte und auch Richter ist es schwierig, im komplizierten System durchzublicken. Die Berufsgenossenschaften seien im Vorteil. Teilweise rechnen wir wie Mathematiker, in Anführungsstrichen, bestimmte Quoten bei Strahlung nach, gewisse Prozentzahlen bei Infektionskrankheiten und so weiter. Also es verlangt doch einen sehr großen Umfang von Einarbeitung
und auch von Fachkenntnissen. Dazu bedarf es in der Anwaltschaft und auch bei den Berufsverbänden einer gewissen Kompetenz, die ich eigentlich immer voraussetze, die aber leider nicht in jedem Fall vorhanden ist. Die Sozialgerichte sind die letzte Chance für Betroffene, sich durchzusetzen. Doch die Verfahren stellen alle Beteiligten zum Teil vor große Herausforderungen.